Ja, komm her. Für die Bestandsaufnahme habe ich mir einen richtigen Energy-Experte mit ins Haus geholt. Servus. Servus. Ja, alles und gut? Da ist das Ding. Freunde, es geht Schlag auf Schlag. Gerade erst das Speedfight-Video gedreht mit der Ausfahrt. Und jetzt ruft mich ein Freund von mir an. Okay, Hänger dran und ab geht die Fahrt. Ich mach das Teil jetzt erstmal sauber, dass wir Bestandsaufnahmen machen können. Weil so dreckig kommt der nicht bei mir in die Werkstatt. Oh, ja. Komm her. Freunde, es ist wieder passiert. Ich habe mir wieder ein neues Projekt angedacht. Was heißt Projekt? Ihr seht, es ist einiges zu machen. Ich kenne mich aber mit der Energy nicht so gut aus. Klar, ich habe einen auf der Arbeit umgebaut, aber ich bin ja etwas Originalfetischist. Für die Bestandsaufnahme habe ich mir einen richtigen Energy-Experte mit ins Haus geholt. Kenny, dann komm vorbei. Überraschung. Servus. Servus. Ja, alles und gut? Ja, danke, dass du den langen Weg hier ins Saarland auf dich genommen hast. Ne? Ja, sehr gerne. Muss man natürlich am Start sein, wenn natürlich eins meiner Lieblingsfahrzeuge begutachtet werden soll. Und ja, das will ich heute mit dir mal zusammen angehen. Genau. Ihr kennt bestimmt Kennys Twin. Der ist richtig nice. Ich blende euch hier mal ein kurzes Bild von dem Teil ein. Und er ist halt Experte auf dem Thema Piaggio Energy oder generell Piaggio. Und er kann uns bestimmt einiges über das Modell erzählen und auf was wir achten müssen. Die Besonderheit jetzt hier ist, ihr seht's, das Lenkradschloss ist drin. Das kommt daher, wir haben zwar einen Schlüssel für das Teil, aber der Roller stammt aus einem Nachlass. Und wir haben zwar die Papiere, aber nicht den passenden Schlüssel. Papiere, die passen auch. Ja, deswegen, wir wollen mal gucken, wie ist der Ist-Zustand im Moment. Wenn ihr Bock drauf habt, dranbleiben. So, Freunde, also, der Kenny und ich, wir gucken uns das Fahrzeug jetzt zusammen an. Und ich denke, er kennt sich super aus und kann uns sagen, auf was wir auch achten müssen, wenn wir eine Energy MC1, 2 oder 3 auch holen. Und ja, Kenny. Ja, servus Gemeinde. Schön, dass ich hier sein darf. Freut mich mega, auch mal die Hallen von Flo betreten zu dürfen. Danke an dich, Flo. Ja klar, kein Thema. Und also ganz wichtig definitiv ist, wie wir alle wissen, bei Piaggio haben wir eigentlich schon ab Werk eine kaputte Gabel. Das ist eine reine Standardgeschichte. Das sind die sogenannten Fettpressen, ne? Genau, die sogenannten Fettpressen.
die machen im Laufe der Jahre machen die gar nichts mehr. Also man sieht auch bei ihr, die hat schon die besten Jahre hinter sich. Sie macht noch ein bisschen was. Aber im Normalfall bekommt man die auch nicht mehr so einfach instand gesetzt. Gibt es da eine Alternative? Genau, also es gibt viele, die in dem Bereich dann anfangen, eine EBR-Gabel zu verbauen. Mhm. Diese sind natürlich top, auch in der Wartung, Ersatzteile. Weiß ich nicht, wie es mit der Beschaffung ist, aber diese taugen wesentlich mehr und federn natürlich auch wesentlich besser wie die originale Gabel. Also da muss man auf jeden Fall drauf achten, wenn man sich so ein Fahrzeug holt, dass man da natürlich definitiv zuerst die Gabel checkt. Würdest du jetzt sagen, dass die Dockgabel auf jeden Fall zum Austauschen ist oder kann man damit noch fahren? Weil sie federt ja noch ein bisschen. Also ich persönlich würde sagen, ja, man kann sie so noch fahren, ganz sicher. Ich für meinen Teil würde natürlich jetzt die Arbeit machen und die Gabel ausbauen, um sie natürlich komplett reinigen zu können, da wir natürlich den Dreck von unten nach oben hineinfedern. Ja, stimmt, ja. Wenn die Simmerringe hier defekt sind, drückst du das komplette Dreck in die Holme hinein. Mhm. Um das gescheit reinigen zu können, müsste die Gabel raus und umgedreht werden. Ja, hier ist immer wieder bei den Kosten-Nutzen-Faktor, ne? Also das, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gabel bekäme, die noch richtig gut im Zustand ist, würde ich wahrscheinlich die einbauen. Aber ja, mir reinige die mal und dann gucken wir gleich mal. Richtig, das würde ich auch so machen. Kompletter Reinigungsprozess sollte da vollkommen ausreichen. Genau, was noch wichtig zu erwähnen ist, die Motorlagerung der Fahrzeuge. Da gibt es auch eine ganz leichte Möglichkeit, das zu testen. Wir nehmen das Fahrzeug vom Hauptständer runter. Unabhängig davon, ob Lenkradsperre drin ist oder nicht, können wir das Fahrzeug ganz locker heben und so leicht wabbeln. Im Normalfall wäre jetzt das Lager hier unten am Motor ausgeschlagen. Okay. Hier unten gut zu sehen an der Schwinge. Ja. Wenn die ausgeschlagen wären, hätten wir ein klackendes Geräusch zu vernehmen. Ah, das ist dann so richtig so metallisch, so klack, genau, klack, 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 klack. Okay, weil es kommt mir, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich den auf den Hauptständer mache, habe ich schon gedacht, die werden ausgeschlagen, weil, ich weiß nicht, ob man so ein Video richtig sieht, es hat hier so ein bisschen rechts-links-Spiel. Das kenne ich so von meinem Speedfight nicht. Aber Kenny sagt, das wäre halt völlig im Rahmen, oder? Genau. War das so? Genau, das ist vollkommen im Rahmen. Dadurch, dass wir ab dem Rahmen eine extra Frame haben, die natürlich beide denselben Fixierungspunkt haben, haben wir natürlich auch Walkung. Ja. Und dadurch, dass wir hinten auf der linken Seite das Federbein haben, wie bei vielen Rollern, hat der Motor natürlich die Möglichkeit, hier drinnen in den Silentblöcken, in diesen Gummi-Silentblöcken auch noch zu schaffen. Ja. Aus diesem Grund haben wir hier dieses leichte Spiel drin. Ja, aber gut, wenn du sagst, du hast die Erfahrung und es ist vollkommen in Ordnung so, dann lassen wir das auf jeden Fall. Ja, also definitiv, im Normalfall gehen die nicht kaputt. Im Normalfall wirst du die eigentlich nie austauschen müssen. Mhm. Es sei denn, du möchtest sie neu haben, dann natürlich. Gut, wenn jemand so richtig Offroad gefahren ist, ne? Ja, hier sieht man auch, also hier ist anscheinend Aufkleber, Katalysator, also in dem Auszug ist auf jeden Fall ein Katalysator drin und Kenny hat es mir eben schon erklärt, der hat hier eine Abgasrückführung, die eigentlich unnütz ist. Ja, schauen wir mal, was wir mit der machen. Genau, also ich für meinen Teil baue sie gerne gleich direkt weg, aber natürlich möchten wir es hier original belassen, deshalb werden wir da den Filter nur reinigen, beziehungsweise der Flo werde ich ihm empfehlen, den Filter nur zu reinigen, gucken, dass die Rückführung hinten dran nicht mehr verstopft ist und dann sollte das eigentlich alles gut weiterhin funktionieren. Zum Thema Bremsen gibt es natürlich nicht viel zu sagen. Diese sind natürlich visuelle Verschleißteile. Wer sich auskennt, weiß, Bremsscheibe keine Kante, Belege brauchen noch ihre bestimmte Stärke. Ja. Was ich auch geil finde, habe ich vorher noch nie so gesehen, hat auf jeden Fall eine Brembo-Bremszange hinten, aber was geil ist, hier eine Stahl, also eine harte Bremsleitung, die geht dann auch bis hier vorne hin und geht dann in eine flexible Bremsleitung. Ne? Genau, also das finde ich auch eine sehr gute Lösung. Das ist geil gemacht. Weil du hast im Prinzip schon eine vorgegebene Linie. Du kannst jetzt die Leitung nicht irgendwie falsch verlegen. Die kann nur in dieser Linie verlegt werden. Ja. Und ja, dann geht es flexibel weiter. Das war cool gemacht, wenn man es jetzt hier guckt, man bei meinem Speedfeld. Hier sieht man, das steht so komisch ab. Klar, die Leitungen, die müssen normal hier ein bisschen geknickt sein.
Aber da ist viel zu viel Spiel. Da müsste ich eine andere Leitung dran machen. Finde ich die Lösung bei Piaggio auf jeden Fall deutlich angenehmer. Schlüsselhammer. Nur leider bekommt man das Lenkradschloss nicht raus. Bevor ich jetzt hier irgendwas rumfuddel, wie bekomme ich das Lenkradschloss irgendwie raus? Genau, ich würde auch sagen, da das Fahrzeug jetzt länger stand, man weiß gar nicht, hat der Motor vielleicht einen Lagerschaden oder des Ähnlichen, sollte man natürlich erstmal schauen, läuft der Motor und dann kann man sich um so ein Problem kümmern. Trotzdem möchte ich dazu sagen, die Schlösser bei Piaggio sind im Rahmen eingebaut. Das sind keine abnehmbare Module, wie zum Beispiel bei Yamaha Aerox oder ich glaube bei Speedfight ist das ebenfalls so. Ja, ja. Da kann man das komplette Schloss einfach abbauen und ein neues ansetzen. Das ist hier nicht möglich. Im Normalfall ohne Lenkradsperre ist es ein easy going. Mit Lenkradsperre ist ein bisschen scheiße, da muss die Gabel komplett raus, okay, weil die Sperre in der Gabel sitzt. Ja, also ja. Gabel muss auf jeden Fall dann raus. Genau, und in diesem Zuge kann man die eigentlich nochmal sanft instand setzen, nochmal reinigen und dann tut die auch noch die nächsten Tausende. Ja. Ja. Jo, was ich auch geil finde hier, das Teil hat auch Drehzahlmesser. Das gibt es beim Speedfight auf jeden Fall nicht, beim Enzo und Zweier. Da bin ich auch mal gespannt, ob der noch funktioniert. Ja, haben die Probleme damit? Genau, das haben sie auch gerne. Warum, wieso, weshalb, habe ich selber noch nicht in Erwägung ziehen können. Jo. Die spinnen gerne mal. Da hast du wirklich Anzeige, 8000 Umdrehungen, stimmt aber hinten und vorne nicht. Da bin ich auch mal gespannt. Deswegen, das heißt, also für uns jetzt, was müssen wir noch machen, bevor wir jetzt Zeit und Geld in die Gabel investieren? Sollen wir gucken, ob der Motor noch Genau, würde ich auch sagen. Wir haben jetzt sozusagen keinen Zündschlüssel. Das wollten wir ja noch wechseln. Das wird der Flo wahrscheinlich in einem anderen Video angehen. Würde ich jetzt vorschlagen, wir schließen das Fahrzeug kurz. Machen wir kurz. Zeigen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich nicht die Leute zum Diebstahl animieren. Natürlich, klar. Na, wir brücke das Zündschloss, nur um zu gucken, lohnt es sich? Genau. Haben wir da einen Schaden vorliegen? Richtig. Also, so wie ich das gesehen habe, kann ich reintreten. Ja, aber der Kickstarter rutscht auch. Das habe ich auch schon gesehen. Ja, okay, ich kann auf jeden Fall reintreten. Hört sich nicht so schlimm an wie beim Speedfeld. Genau, das werden wir einfach jetzt ausmerzen können. Wenn der Motor keinen Lagerschaden hat und er startet, dann lohnt sich alles weitere zu machen an dem Fahrzeug. Ja. Die Dinger haben schon noch eine gute Preis-Leistungs-Basis. Was ist das jetzt genau für ein Motor, der da drin ist? Ist das? Das ist ein Piaggio Hyper 2 LC. Ist das schon ein Hyper 2 Motor? Ja, Hyper 2. Okay. Woran erkenne ich das jetzt genau? Also im Normalfall ist es Baujahr bedingt und die Hyper 1 Motoren sind häufig Trommel. Ah, ja, okay. Also im Normalfall ist meistens Energy 1, 2 und 3 sind meistens LC. Es gibt natürlich die MC2, gibt es auch mit Trommelbremse. Ist auch ein Hyper 2 Motor. Ja? Ja. Also da muss man sich ein bisschen mit auskennen. Grundlegend sind alles Hyper Motoren 1 bis 2. Und ja, ist ein bestimmter Erfahrungswert. Okay, und das hat jetzt nichts mit der Abgasrückführung zu tun? Das nein, ist, nein. Euro 2 damit was zu tun hat oder so? Nein, keine Ahnung. Also nicht meines Wissens nicht. Ja? Soll ich es einfach mal rinkicken? Also ich würde jetzt hier die Seitenverkleidung abnehmen und brücken. Luftfilter runter, Vergaser zu halten. Wir machen das jetzt einfach. Ja. Also Freunde, wir fangen jetzt an. Und ich bin Kenny ultra dankbar, dass er mich hier ein bisschen unterstützt bei dem Projekt, weil ihr wisst, ich bin eher der Original-Fetischist und Kenny ist der Mann fürs Tuning mit seinem krassen Zweizylinder. Jo, schaut auch mal bei ihm im Kanal vorbei. Ich blende es unten jetzt ein und es würde mich freuen, wenn meine Jungs auch mal ein Like bei ihm da lassen. Was machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Weiß auch nicht, vielleicht eine Runde Bier trinken. Ja, komm, dreh aus. Das Ding umgeschmissen. Ja, also gut, ich würde vorschlagen, wir legen dann einfach mal los mit dem Zerlegen. Um natürlich an den Stecker des Zündschlosses zu kommen, muss die linke Seitenverkleidung bei dem Roller weg. Und so wie es viele Fahrzeuge machen, müssen natürlich eins nach dem anderen abgeschraubt werden, weil alles irgendwie immer untereinander verklippt ist. Das heißt Heckspoiler ab, ne? Genau, Heckspoiler muss runter. Da haben wir die Seitenteile, die müssen runter. Dann muss die vordere Verkleidung runter. Genau. Und dann können wir eigentlich schon hier unten die Schraube lösen, um die komplette Seitenverkleidung zu lösen. Im Normalfall reicht es, wenn nur diese Schraube hier gelöst wird.
dann kann man das leicht aufziehen und dann kann man die Verkleidung in diese Richtung wegziehen. Jo, ja, machen wir so. Die Chefsbühne. Ich würde sagen, wir machen das jetzt. Ich zeige euch das jetzt nicht genau, weil ist zu langweilig. Und dann ja, sehen wir uns, wenn das Ganze ab ist und überbrückt ist. Wir haben kurz ein bisschen was zerlegt. Das ging ratzfatz. Jo, haben jetzt vorne, wir haben es doch nicht kurz geschlossen. Wir haben einfach den Stecker von der Zündung abgemacht und haben den umgedreht. Aber uns ist noch ein Detail aufgefallen. Ich nehme euch mal gerade mit. Der Kenny kann es bestimmt noch im Detail erklären. Jo. Und zwar sind wir auf Gold gestoßen. Nicht hier, aber hier. Ja. Die gute alte goldene Blende. Ja. Trotzdem 17,5er Vergaser. Da haben sie wohl in diesem Baujahr versucht, das Fahrzeug mal spritgerecht gut einzufahren, beziehungsweise dass man wirklich wenig Spritverbrauch hat. Mhm. Haben sie eine goldene Blende verbaut, eine kleinere Hauptdüse und einen kleineren Luftfilterkasten, ja, wie man hier sehen kann. Das ist der kleine. Und genau. Kenny hat gesagt, ich glaube, den hatten wir auch bei der Anna Energy, der geht halt hier so in dem Dreieck so hoch. Genau, gibt es eine große Airbox. Wenn jetzt jemand im Prinzip den Energy mit der kleinen Airbox fährt und der goldenen Blende und der, ich sage jetzt mal, 55er Hauptdüse, dann läuft der schon recht mager. Mhm. Man kann alleine nur durch dieses Ansaugsystem ein bisschen was kitzeln. Aber ihr müsst die große Airbox fahren. Dann könnt ihr im Prinzip die goldene Blende rausnehmen und die Hauptdüse um 10-15% erhöhen mit der großen Airbox. Und dann läuft der runter. Ich 17,5 Minuten. Also ich kann das hier einfach rausnehmen, ne? Ja, das ist nur reingeklippt. Ah ja. Genau. Also damit läuft er wesentlich sparsamer, aber das Ansprechverhalten nimmt natürlich auch ab dadurch. Mhm. Ne? Also die Gasannahme ist zwar da, aber kann wesentlich besser. Ja. Ich für meinen Teil hau das immer direkt raus, wenn. Große Airbox. Ja, wenn man da rin guckt, das ist definitiv 17,5er. Ja. Ja, das heißt, man kann das rausmachen, große Airbox drauf. Und eine größere Hauptdüse. Größere Hauptdüse und dann hat man schon von Werk aus 17,5 mm, ne? Genau, genau. Gut, das heißt jetzt für uns, wir können jetzt rein theoretisch reintreten. Und ja, wir probieren jetzt mal, was da abgeht. Ja, was ich jetzt zuerst noch gucken möchte, ob wir überhaupt einen Funken haben. Das heißt, wir nehmen jetzt Wir nehmen jetzt kurz die Kerze raus. Und der Flo trampt dann einfach mal kurz oder ich. Und dann schauen wir mal, ob das so ist, wie es sein soll. Zündkerze bild mal prüfen. Vielleicht haben wir ja Wasser im Zylinder, ne? Wenn ja, also Kühlwasser. Wenn wir jetzt eine Rostigel haben, dann haben wir Probleme. Also Kühlwasser ist auf jeden Fall noch vorhanden. Habe ich jetzt schon gesehen. Ja. Ich sehe sehr viel durch meine tolle Brille. Also ich zoome kurz ran, Heimo still. Aber es sieht schon gut aus eigentlich. Ja, die ist halt ein bisschen verrußt, aber ist jetzt nicht mit Kühlwasser behaftet. Das heißt, wir stecken die hier rein. Genau, legen die auf Masse. Genau. Legen die auf Masse. Oder Flo, du drückst sie einfach runter und ich tramp mal rein. Warte mal. Und dann schauen wir mal. Oh. Aha. Das sieht gut aus. Oh, das ist wohl hier. Müssen wir neu reindrehen. Wie war das? Ein Problem kommt selten allein. Ja gut, der steht halt schon ewig. Wie lange? Genau, keine Ahnung. Ja, er hat es abgefressen, oder? Ja, also das heißt Stück abpetzen und neu reindrehen. Ne? Huch. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ich bin gespannt. Ey, die Jungs, die Spannung steigt hier. Ich find's geil, dass das Ding 17,5 hat. Ja, also 17,5 ist da dann eigentlich schon Pflichtprogramm. Wo habe ich jetzt den Seitenschneider hin? Da. Hier. Mal her, das Teil hier. Wird natürlich einfach abgezwickt. Komm, petz ab, deine Juffe. Ja, natürlich auch kontrollieren. Ja, der Juffen. Natürlich auch kontrollieren. Sieht man. CDI deshalb abgebaut, weil du dann einfach wesentlich besser drankommst, das Kabel einzudrehen.
Die Muffe machen wir jetzt mal nicht dran. Wir wollen jetzt nur testen, ob er Funke hat. Ja. Wenn er Funke hat und Kompression und Kraftstoff, dann läuft er auch. Dann hat er alles. Ihr seht, man kommt eh schon scheiße dran. Deswegen ist dann besser, die CDI abzunehmen. Ja, das ist Mist. Die alten CDIs haben hier noch ein Massekabel. Das muss dann hier an den Rahmen mitgeschraubt werden, sonst kannst du nicht gucken, ob es einen Funken hat. So. Oder hebst du gerade hier dran? Oh, ich kenne aber eh nie gewichst. Meinst du? Hat hier in die Ecke. So. Hast du das Ding? Ja, komm mal. Machen wir die Äuglein auf hier. Nee. Nee. Was nicht? Zündung auch im richtigen. Ich guck gerade nochmal. Da kann man noch einen Klick weiter. Warte mal. Ja. Ja. Funke ist machen wir nochmal. Ja, halt. Jawohl, hier sehe ich ja schon richtig. Geil. Super. Geil. Wenn so ist das. So, aber. Einmal mit Profis arbeiten. Genau. Ab auf Stativ und dann können wir zugucken. Ja, das geht eigentlich immer ganz geil. Vergaser zuhalten. Du gehst rüber und machst mal Vollgas. Vollgas? Ja. Einfach Vollgas. Dass man Druck zieht und also Zuhalt und Kickewitch jetzt gleichzeitig. Und du machst Vollgas. Kann ich schon. Ja. Kein Sprit. Kein Sprit? Nein. Gasoline. Ich hätte aber was. Ich wollte gerade sagen, bestens vorbereitet, kein Sprit. Was willst du tun? Weißt du, was wir schnell machen? Wir nehmen jetzt mal kurz den Kicker runter und schmieren die ganze Geschichte, dann läuft das besser. Ach, das Ding springt aber ja an. Komm. Ja, jetzt. Komm. Also mit dem Kicker brauchst du nichts machen. Komm. Da ist das Ding! Was ist denn? Geil, oder? Guck mal. Guck mal, Drehzahl. Aber jetzt wollte ich mal das. Oh! Oh, kann fliegen! Boah, der alte Sprit hier. In der Vergaserin, ob ich Vollgas geben kann. Es fühlt sich an, als kenne ich nur so viel Gas drin. Ja, ich meine. Nicht, dass das der 25er toll ist. Gib mal Zunder. Das ist Vollgas. Ach, hör auf. Ist das Vollgas? Alter, das ist doch kein Mofa. Ist das ein Mofa? Also laut Papier 50er. Niemals. Doch, da war kein Mofa-Papier drin. Da geht ja nicht mal einen Zentimeter auf. So, also ich würde sagen, das da war voller Erfolg. Vielen Dank dir nochmal. Ne? Also, sehr gerne. Dass das Teil so schnell läuft, hätte ich nicht gedacht. Ich habe jetzt viel gelernt mit dem Vergaser, mit dem Hyper 2, Hyper 3. Jo, Hyper jetzt 4, Hyper 5. Alles. Jetzt hängt es nur noch an mir. Drehzahlmesser funktioniert auch, das ist cool. Und jo, wie es weitergeht, schreibt es uns in die Kommentare. Guckt beim Kenny vorbei. Schreibt uns in die Kommentare, was würdet ihr mit dem Teil machen. Klar, Lenkradsperre drum kümmern. Aber soll wieder richtig schön gemacht werden oder... Ja, Patina erhalten und einfach nur damit fahren. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder, Punkt 14 Uhr. Macht's gut, euer Flo. Und euer Sir Kenny.
Ade, ciao. Bis dann, ciao.